Yo, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar geht es heute um ein Video, das mir an YouTube vorgeschlagen wurde, auf der Startseite. The Real Blueberry soll das Ganze heißen, also heißt sein Kanal. Er hat 750 Abonnenten und mir wurde ein Video vorgeschlagen. Ja, das Video hat 500.000 Aufrufe. Sauerei bei JP Performance, schämt euch. Beziehungsweise man kann diese Videobeschreibung auf jeden Fall falsch verstehen. Man könnte es natürlich so verstehen, dass eine Sauerei von JP Performance ausgeht, von den Mitarbeitern oder so. Dem ich auf jeden Fall nicht so. Wir schauen uns mal zusammen das Video an. Und ja, dann gehe ich nochmal genauer drauf ein. Ja, Mahlzeit, ihr Verrückten. Ich bin heute Abend wieder unterwegs. Es ist Freitagabend und man kann so ein bisschen mal on tour sein, wie immer. Ihr könnt wahrscheinlich erkennen, wo ich gerade bin, auch wenn es vielleicht im Video spiegelverkehrt ist, weiß ich nicht genau. Da drüben ist das Gebäude 2. Da sehen wir es. Folgendes ist jetzt gerade passiert. Ich musste, wie das mal so üblich ist, ziemlich dringend pullern und bin in Gebäude 2 rein, weil es ist ja noch offen. Bin reingegangen und habe mir die Kabinen da drin angeguckt. Die Pissoirs, die Stehklos waren voll, also ab in die Kabine. Also was ich da gesehen habe, war schon ein bisschen heftig. Ich meine, ich kann alle verstehen, die sich einen Arsch drauf freuen, dass sie hier sind und das Gebäude mal sehen und auch am liebsten allen sagen möchten, ey, ich bin hier und guck mal, wie cool und guck mal, wie toll. Alles ist schön. Was ich nicht verstehen kann, warum muss man das in den Klos an die Wände schmieren und die kompletten Kabinen vollschmieren mit Aufklebern, mit Edding, mit Schriftzügen, mit wir waren hier und wir kommen aus der und der Stadt. Das ist alles ganz toll, dass ihr daherkommt. Aber warum muss man das denn da dran schreiben? Also ich sag mal, wenn JP gewollt hätte, dass das jemand macht, dann hätte er wahrscheinlich irgendwo in diesem Laden eine Wand aufgehangen, die er einmal die Woche abwischt oder was, wo jeder sich mal irgendwie drauf verewigen kann. Boah, aber Leute, ich finde es ein bisschen heftig. Also alle tun immer so, als wäre das der Autoschrauber Gott. Und für viele ist es das auch. Und für mich ist es auch, was diese Sache betrifft zumindest, was mit Autos zu tun hat, auf jeden Fall ein Vorbild. Aber was ich nicht verstehen kann, wenn das doch für euch so ein Held ist und so ein Vorbild, warum geht ihr denn nicht ein bisschen mit Respekt an die ganzen Sachen dran? Die Autos, die ich bei ihm jetzt gerade drin gesehen habe, sind angegrapscht und voll mit Fingerabdrücken. Ich habe ein Ja, hier muss ich auf jeden Fall mal kurz stoppen. Wie gesagt, ich war letztes Jahr habe ich mein Auto verkauft, musste das hochbringen und dann bin ich bei JP Performance vorbeigefahren. Wie gesagt, als ich da war, jetzt vor einem Jahr, waren sogar in den Autos, an den Autos Kratzern, wie gesagt, Fingerabdrücke so oder so. Ist schon heftig. Ich meine, das ist alles Sachbeschädigung. Ist halt auch schwierig, da kommen so viele Leute. Die Schlange bei dem Burgerladen geht auch meistens bis draußen. Ja, ist schon schwierig, aber ja, was soll man machen? Ich meine, da stellt die Autos zur Verfügung, dass man die extra anschauen kann und die Leute, ja, die wissen da nicht wirklich mit umzugehen. Ist schon heftig, das mit der Toilette, ich meine, das ist überall so, egal wo. Da kann man jetzt eher weniger dagegen machen. Man kann auch nicht eine Überwachungskamera in die Toilette reinmachen. Aber so das an den Autos ist schon heftig. Vor allem kosten die Autos einiges. Und da ja, richtet man auf jeden Fall erheblichen Schaden an. Das geht auf jeden Fall gar nicht. Und wenn man es bei einem Auto von den eigenen Leuten machen würde, die würden den größten Aufstand auf jeden Fall da reißen. Das stimmt auf jeden Fall. Ist schon heftig. Also, boah, ich sage euch ganz ehrlich, JP müsste das eigentlich so machen, dass er außen um die Autos das Ganze absperren würde und dann darf halt keiner mehr hinlaufen. Also zumindest ans Auto oder, ja, zumindest nah ans Auto, so einen Meter Abstand oder so. Ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass die Autos dann beschädigt werden, ist schon krass. Ja, wir schauen einfach mal kurz weiter. Live-Video gerade noch gemacht, da sieht man mit Sicherheit auch, wie die Leute da überall dran rumfingern. Ich habe Leute vor mir gehabt, die sind an den Porsche gegangen, an den blauen, und packen mit dem Finger auf die Reifen und an die Radkästen, um zu gucken, wie viel Platz da noch ist.
es ist alles schön und gut und ich kann verstehen, dass das irgendwie mega geil ist, das alles mal zu sehen und so weiter. Aber Leute, guckt doch mit den Augen. Ich schwöre es, jeder von euch, der da reingeht und die Karren anpackt, ist der Erste, der am Rad dreht, wenn er draußen einen sieht, der an sein Auto packt. Solche Sachen. Also, ich verstehe das nicht. Geht mit Respekt an die Sache dran. Soweit erstmal von mir. Schönes Wochenende. Ja, auf jeden Fall ein reales Video. Seine Videobeschreibung kann man auf jeden Fall falsch verstehen. Hier Sauerei bei JP Performance, schämt euch. Aber es geht auf jeden Fall an die Leute, die da besuchen kommen und ja, einfach Sachen beschädigen. Das geht halt echt gar nicht. Krass. Also der hat auf jeden Fall noch Bilder hinzugefügt auf Facebook. Die schauen wir uns noch gemeinsam an. Ich muss kurz öffnen. Ja. So, jetzt. Also das erste Bild ist von der Toilette. Ja, gut. Die Tür ist schon heftig. Also hier mit Edding, die Sticker natürlich immer überall, aber das mit Edding ist schon heftig. Muss nicht sein. Hier beim Porsche, was sieht man da? Ich glaube Fingerabdrücke. Ich kann es gar nicht so gut erkennen. Ja, hier auf jeden Fall sieht man die Fingerabdrücke richtig gut. Da wird das ganze Auto halt angetatscht und so. Ja, bei den nächsten Bildern auch. Ja, schon heftig. Ja, auf Toilettenspülung nochmal Sticker, an der anderen Tür Sticker, Klopapier auf dem Boden. Ja, Toiletten sehen halt überall so aus, da kann man nichts machen. Die Leute sind einfach so, das ist die Gesellschaft. Aber das an den Autos ist schon heftig, da müsste man, ich weiß nicht. Ja, ich denke, da müsste auf jeden Fall eine Absperrung um den Autos herum machen, weil sonst kriegt man das gar nicht in den Griff. Als ich da gewesen bin, waren die Autos sogar volle Kratzer oder so. Das hat er, glaube ich, auch mal in einem YouTube-Video gesagt. Also mein ich zu wissen, ich schaue nicht alle seine Videos, aber glaube ich zumindest, dass ich ein Video davon gesehen habe. Ja, wie gesagt, ist schon heftig. Er hat auf jeden Fall recht mit dem Video. Er spricht da was echt Gutes an. Und mich freut es auch, dass es so viel Reichweite bekommt. Ich meine, das wurde vor einer Woche hochgeladen, hat jetzt eine 500.000 Klicks. Das macht auf jeden Fall die Welle. Ich denke, JP wird es auch mal sehen. Finde ich echt gut. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Ja, Mahlzeit, ihr Verrückten. Ich bin heute Abend wieder unterwegs. Es ist Freitagabend und man kann so ein bisschen mal on tour sein, wie immer. Ihr könnt wahrscheinlich erkennen, wo ich gerade bin. Auch wenn es vielleicht im Video spiegelverkehrt ist, weiß ich nicht genau. Da drüben ist das Gebäude 2. Da sehen wir es. Folgendes ist jetzt gerade passiert. Ich musste, wie das mal so üblich ist, ziemlich dringend pullern und bin in Gebäude 2 rein, weil es ist ja noch offen. Bin reingegangen und habe mir die Kabinen da drin angeguckt. Die Pissoirs, die Stehklos waren voll, also ab in die Kabine. Also was ich da gesehen habe, war schon ein bisschen heftig. Ich meine, ich kann alle verstehen, die sich einen Arsch drauf freuen, dass sie hier sind und das Gebäude mal sehen und auch am liebsten allen sagen möchten, ey, ich bin hier und guck mal, wie cool und guck mal, wie toll. Alles ist schön. Was ich nicht verstehen kann, warum muss man das in den Klos an die Wände schmieren und die kompletten Kabinen vollschmieren mit Aufklebern, mit Edding, mit Schriftzügen, mit wir waren hier und wir kommen aus der und der Stadt. Das ist alles ganz toll, dass ihr daherkommt. Aber warum muss man das denn da dran schreiben? Also ich sag mal, wenn JP gewollt hätte, dass das jemand macht, dann hätte er wahrscheinlich irgendwo in diesem Laden eine Wand aufgehangen, die er einmal die Woche abwischt oder was, wo jeder sich mal irgendwie drauf verewigen kann. Boah, aber Leute, ich find's ein bisschen heftig. Also alle tun immer so, als wäre das der Autoschrauber Gott. Und für viele ist es das auch. Und für mich ist es auch, was diese Sache betrifft zumindest, was mit Autos zu tun hat, auf jeden Fall ein Vorbild.
Aber was ich nicht verstehen kann, wenn das doch für euch so ein Held ist und so ein Vorbild, warum geht ihr denn nicht ein bisschen mit Respekt an die ganzen Sachen dran? Die Autos, die ich bei ihm jetzt gerade drin gesehen habe, sind angegrapscht und voll mit Fingerabdrücken. Ich habe ein Live-Video gerade noch gemacht, da sieht man mit Sicherheit auch, wie die Leute da überall dran rumfingern. Ich habe Leute vor mir gehabt, die sind an den Porsche gegangen, an den blauen, und packen mit dem Finger auf die Reifen und an die Radkästen, um zu gucken, wie viel Platz da noch ist. Es ist alles schön und gut und ich kann verstehen, dass das irgendwie mega geil ist, das alles mal zu sehen und so weiter. Aber Leute, guckt doch mit den Augen. Ich schwöre es, jeder von euch, der da reingeht und die Karren anpackt, ist der Erste, der am Rad dreht, wenn er draußen einen sieht, der an sein Auto packt. Solche Sachen. Also, ich verstehe das nicht. Geht mit Respekt an die Sache dran. Soweit erstmal von mir. Schönes Wochenende.